Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, der Onkel hat mal wieder seine Horikalkos-Spielmatte ausgepackt, einfach nur als Übergang, bis die neue House of Cards-Matte da ist. Und am Ende des Videos gibt es eine Ankündigung bezüglich der Zukunft des Kanals. Wer daran Interesse hat, also das Video wirklich bis ganz zum Ende gucken. Es ist heute eine etwas kleinere Sendung vom lieben Erik. Der hat mir viermal eine Karte angeboten sozusagen aus dem OP und die habe ich natürlich genommen und um daraus eine Folge machen zu können, habe ich natürlich noch etwas mehr dazu gekauft. Schön, ich würde sagen, wir legen los. Und zwar mit dem Maestro des Symphony Djinn. Den habe ich mir hier als Playset besorgt, ja. Also tatsächlich hier drei Stück. Extrem schöne Karte, gefällt mir sehr, sehr gut, schön designt. Die hatte er noch bei sich rumliegen, also das war nicht die Karte, die mir angeboten hat. Fand ich auf dem Preis ja recht gut, ein Zehner das Stück, ja, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen weniger wert ist normalerweise für mich. Ich persönlich finde es recht günstig und die habe ich natürlich dementsprechend sofort mitgenommen. Dann, ja, die Sündenböcke. Da haben wir auch vier Stück bestellt und ich muss sagen, finde ich erstmal cool, dass hier mal wieder so eine schöne Retro-Karte in Ulti drin ist. Und ja, vor allen Dingen sieht der Ulti-Effekt bei der Karte halt richtig, richtig geil aus. Ja, vor allen Dingen eben dieses Silber hier. Das ist einfach von der Textur, ja, ist das einfach sehr, sehr variabel, sage ich mal. Wir haben hier einige rauere Elemente, einige ziemlich glatte Elemente und das gibt eben so einen richtig, richtig edlen Metallic-Lack. Ja, und davon haben wir hier uns eben auch vier Stück bestellt, wovon leider einer hier hinten oben einen Knick hat. Da muss ich nochmal gucken. Die wird dann halt eher was für die private Sammlung werden, aber die drei kommen auf jeden Fall in die offizielle Sammlung, die sind Niemand. Und ja, das freut mich auf jeden Fall, dass wir die hier in der Sammlung begrüßen dürfen. Weiter geht's dann mit Ruin, die Königin des Vergessens in Ultimate Rare. Die gab es, glaube ich, im Originalset in Super und Ulti. Ich weiß nicht, ob es die auch in Rare gab, ich glaube nicht, das war nur Super und Ulti. Und ja, die sind jetzt unlimitiert, ich habe hier ein Playset, habe ich mir auch rangeholt. Einfach auch aus dem Grund, zum einen hatte er die gerade sogar mehr als dreimal, aber ich wollte sie jetzt erstmal nur dreimal holen, zumal ich auch welche noch hier habe. Und ja, sie ist ja vor kurzem gereprintet worden, einmal in tatsächlich diesem Artwork auch und einmal eben dann auch im alternativen Artwork und noch eine Supportkarte dazu. Und ja, das hat halt einfach gepasst und deswegen einfach auch so als Hommage an die Zeit damals habe ich mir die dann eben auch nochmal als Playset rangeholt. Dann haben wir Neosmacht. Neos macht, ist eine Karte, die geht eigentlich nichts, aber es ist trotzdem eine schöne Ultimate Rare aus Storm of Neos. Sehr, sehr cool, sehr, sehr schön designt und könnte theoretisch auch als alternatives Artwork für Elemental Neos herhalten. Aber richtig coole Zauberkarte, richtig schön und boah, nehme ich immer gerne mal mit, wenn ich sowas sehe. Dann haben wir Splendid Rose oder zu Deutsch Famose Rose. Sehr cool, sehr schön. Ich hatte mal eine spanische in der Sammlung drin. Hat mich richtig geärgert, dass die Spanisch war, weil mit Spanischen kann ich nichts anfangen, außer mit manchen Ausnahmen halt, wie zum Beispiel der Super Rare unheilverkündende Schlange aus Spanien, die richtig teuer ist, oder eben so Sachen wie dem Drachenmeister Ritter aus dem Retro-Pack, da habe ich auch einen in Spanisch, den gebe ich auch nicht her, obwohl er Spanisch ist und ja, genau. Weiter geht's mit so ziemlich der letzten Karte, die wir hier ziemlich oft haben, wie man sieht. Und zwar ist das neunmal das antike Antriebsschloss in Ultimate Rare. Ja, ist einfach eine coole Karte, sie ist halt wirklich total billig, ja, also die kostet gar nichts und dementsprechend habe ich sie mir dann halt auch in größerer Menge mitgenommen. Ich habe bestimmt auch irgendwo noch, also was heißt bestimmt, ich habe definitiv noch einige antike Antriebsschlösser und Ultimate in meiner Sammlung, aber ich habe mir deshalb mehr mitgenommen, weil ich ja jetzt auch mal die House of Cards Booster neu auflegen möchte, die damals so gut angekommen sind und ich möchte die wirklich toppen, ich möchte wirklich richtig, richtig geilen Scheiß reinhauen und ja, da besorge ich mir halt ab und zu immer so ein bisschen mehr dann. Dann haben wir natürlich noch einen Bonus bekommen. Da das hier mein zweiter Aufnahmeversuch ist, weiß ich bedauerlicherweise schon, was drin ist. Das heißt, die Überraschung ist natürlich jetzt hier flöten in dem Fall. Ich war mit dem ersten Video einfach nicht zufrieden. Im Prinzip sind das bloß zwei Karten, und zwar einmal der Gagaga Magician in Ultimate, sehr, sehr schön aus der Sexeltin, ja. Und eben der Gagaga Blitz, ja. Richtig cool, hat der Erik mal wieder alles rausgehauen, was ging.
Finde ich cool. So ist der Bedarf gedeckt und auch hier habe ich dann wahrscheinlich wieder einige, die ich in den eben angesprochenen Ordner reinhauen kann. Ja, ich würde sagen, das war es mit dieser Folge Neuzugänge. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr damit zufrieden seid mit der Sendung. Sie ist wie gesagt relativ kurz. Es gibt jetzt natürlich noch eine Ankündigung zu machen. So, die Zukunft des Kanals sieht so aus, dass ich versuche, den Kanal abzugraden. Das bedeutet, es wird neue Thumbnails geben. Da bin ich gerade schon am Arbeiten mit Andy zusammen. Hatte schon temporäre Thumbnails, die jetzt für die letzten Folgen Sammelkartencheck hergenommen worden sind. Weil er da keine Zeit hatte, hat er mir schnell irgendwas zusammengebastelt. Und jetzt habe ich mir eins machen lassen, das halt richtig cool ist. Und ich will für jedes Format ein extra Thumbnail haben, das ich dann hierher nehme. Und der Grund ist eben das, dass Jack Hedmes ja gemeint hat, in meinen Thumbnails sieht man halt nichts, was irgendwie Info über den Inhalt der Sendung geben würde. Und es ist tatsächlich so, meine Thumbnails sehen relativ cool aus, ja, sind aber absolut uninformativ und das möchte ich hier an dieser Stelle ändern. Ich möchte also die Information mit der Mystik, die ich versucht habe, in den Thumbnails zu transportieren, kombinieren. Ein Intro, das mich ungefähr 300 oder 200 Euro kostet, mit Cinema 4D erstellt, ist auch schon in Arbeit und Ende diesen Jahres wird sich ein neuer Laptop besorgt und eine neue Kamera, sowie einige neue Formate eingeführt, die ich allerdings auch ausarbeiten möchte. Da will ich mich mit einem kleinen Team aus Abonnenten und Händlern und so weiter zusammensetzen und dann ein bisschen austüfteln, was ich mache. Die aktuellen Formate Sammelkartencheck, Mega Opening, Neuzugänge bleiben auf jeden Fall, aber ich möchte definitiv noch mehr machen. Ja, das war's dann für heute. Wir sehen uns zu einer weiteren Folge Neuzugänge, Mega Openings oder Sammelkartencheck, wie auch immer. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.